So, Freunde, wir kommen jetzt mal zu einer anderen Aufnahme. Wir sind im nächsten Teil und jetzt geht es um das Display, das Displayglas. Das Display, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal, das ist so ein Original-Display. Das habe ich mir mal nachgekauft, damit ich ein Muster habe, um dran rumzubasteln, um zu gucken, was man da alles mit machen kann. Ja, das wollte ich natürlich nachbauen, weil ich die Möglichkeit habe, mit dem Resin-Drucker andere Farben herzustellen. So, da ist noch die Folie drauf, also ich habe es gar nicht wirklich gebraucht. Dabei war auch, und auch wie beim Original, diese Dichtung. Könnt ihr das sehen? Das ist eine Dichtung, die ist da drinnen verbaut, also reingelegt. Die habt ihr in eurem Original-Display auch drin. Und dann bin ich hergekommen und habe dann hier ist mal ein Muster, das habe ich gerade noch nie gehabt, ein gelbes zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt, das sieht zwar komplett gelb aus, hat auch so einen gelben Gummiknopf von mir bekommen, das ist ganz lustig, so lässt sich auch vernünftig benutzen. Das baue ich jetzt einmal auf, damit ihr das sehen könnt, wie einfach das ist, so ein Display zu wechseln. Okay, also ich switch die Kamera jetzt mal auf mein Original-Display und dann zeige ich euch ganz einfach, wie man das mal eben wechselt. Okay, also wir sehen uns jetzt hier unten gleich. So, meine Lieben, also wir haben jetzt hier das Original-Display drauf. Bei mir ist jetzt noch eine Folie drauf, das ist aber egal. Die bricht da keinen Zacken aus der Krone, das ist also wurscht. Es wird ein ganz normaler kleiner Torx benutzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das ist ein 1,5er oder sowas. Ich weiß es nicht, könnt ihr ausprobieren. Also hier sind auf jeden Fall drei Torx-Schrauben drin. Hier seht ihr 1, 2, 3 Torx-Schrauben. So, die drehen wir jetzt mal eben raus, damit wir das Ganze dann auch wechseln können. Okay, so, das ist auch gar nicht so fest geschraubt. Das ist ziemlich lose alles, das Ganze. Lässt sich ohne Probleme lösen, wenn man sich nicht zu blöd anstellt. Entschuldigung. So. Mal gucken, ob ich das im Schnellvorlauf mache. Aber naja, wir haben ja Zeit. Ihr wollt ja auch Spaß haben und meine Videos angucken, ne? So, ja. So, also, die Schrauben sind raus. Jetzt kommt die Überraschung. Tata, man kann es einfach so abnehmen. Unglaublich. Gut, das Innenleben vom Display, auch das ist keine Überraschung. So, hier ist jetzt die Originaldichtung drin. Die müsst ihr auf jeden Fall rausnehmen. Auch da könnt ihr einen kleinen Schraubenzieher nehmen. Da könnt ihr den drin rumpulen und dann könnt ihr die ganze... Die ist nur lose reingelegt, die kann man rausnehmen. Das möchte ich jetzt einfach mal nicht machen, so, weil ich da keinen Bock drauf habe. Aber das ist ja nicht schwer, okay? Einfach rauspulen. Dann macht ihr die in euer neues Display, was ihr dann bei mir bekommen habt. Setzt die hier in diesen Nut wieder rein, die passt genau rein. Und dann, ich mache das jetzt mal ohne Dichtung, könnt ihr die hier draufsetzen, zack. Die sitzt schon mal. Und jetzt kommt das nächste Zauberstück. Jetzt nehmen wir nämlich die Schrauben wieder und schrauben die wieder rein. So, natürlich habe ich jetzt hier die Originalschrauben. Die könnt ihr euch, wenn ihr dann wollt, auch gerne noch gelb anmalen. Keine Ahnung, dann nehmt ihr euch Nagellack oder sowas von der netten Dame eures Vertrauens. So, ach ja, übrigens, jetzt kommen wir zu einem Knackpunkt. Nämlich, vorsichtig anziehen. Wenn ihr das Ding zu fest zieht, knackt das Ding weg, platzt euch das Display. Also, vorsichtig anziehen, das ist so eine Gefühlsfrage. So, das passt. Das hält hier. So mache ich das mit den anderen beiden Schrauben auch. So. Wie gesagt, normal gehört da auch noch die Dichtung mit rein. Das habe ich jetzt mal eben außen vor gelassen. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Dann schraubt ihr die ganz einfach wieder fest. So. Immer dran denken, wenn die Schraube drin ist, dass ihr das nicht zu fest macht, sonst knackt es euch weg. So. Das ist eine Gefühlsfrage. Und ich denke mal, ein bisschen Gefühl sollte ja jeder haben. So. Zack. Display fest. So, und genauso könnt ihr auch den Roller einschalten, wie ihr seht. Es funktioniert mit dem Gummiknopf, den dabei ist. Alles gedruckte Sachen, selbst von mir konstruiert. Auch das ist keine neue Idee, sondern es ist einfach vom Original abgezeichnet und dann entsprechend mit dem Resin-Drucker gedruckt. So, wie ihr seht, kann man hier alles vernünftig erkennen. Ich mache mal ein bisschen dunkler. Ihr seht das auf jeden Fall. Ja. So, das war schon alles und schon habt ihr das Displayglas gewechselt und könnt da ganz normal mit rumfahren. Ihr könnt auch noch eine Schutzfolie für bekommen, da kommen wir im anderen Video zu. Alles gar kein Thema, okay? Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Bitte schön vorsichtig die Schrauben anziehen. Wenn euch die schwarzen Schrauben stören, nehmt ihr gelben Nagellack oder sowas oder einen anderen Lack, irgendwas. Dann könnt ihr die noch ein bisschen anmalen, das würde ich aber vorher machen, sonst bemalt ihr euch das Display. Und das ist auch ziemlich stabil. Das ist mit Klarlack ist das von mir lackiert worden, also ist halbwegs kratzfest. Es ist ganz normal spritzwasserdicht, ne? So wie das Originale auch, weil das ist im Prinzip nichts anderes wie dasselbe, was drauf war. Mit dem Gummiknopf, der sitzt recht stramm drin. Spritzwasser geschützt, aber jetzt Unterwasser oder Starkregen würde ich versuchen, dann doch zu vermeiden. Da gibt es notfalls noch Silikonkappen für, die kann man sich auch bei Amazon oder bei Ali bestellen und dann hat man das Display auch gewechselt. Ja, ich hoffe, dass das für euch soweit verständlich war.
Diese Displays habe ich in mehreren verschiedenen Farben. Ich habe auch die Möglichkeit, auch spezielle Farben noch anzumischen. Ich habe da mal eins mit Glitzer gemacht. Das habe ich in Lila oder so ein Pink für eine Dame gemacht, die wollte das gern haben. Also auch da kann ich schon Sonderwünsche annehmen, aber nicht alles ist möglich. Okay, also ich kann da nicht Regenbogenfarben herzaubern oder sonstiges, so leid es mir tut. Okay, so das wie gesagt, Muster in Gelb gibt es auch in anderen Farben. Ne? Rot ist komischerweise sehr häufig. Blau habe ich jetzt und Grün habe ich jetzt gerade erst ein paar gemacht für welche. So, ganz einfach, wie man es gerne möchte. Also, kein Hexenwerk, drei Schrauben raus, wechseln, Dichtung vorher tauschen, wieder draufschrauben, fertig. Okay? Druckbedingt muss ich noch dazu sagen, ist es so, dass es nach dem Herstellen, nach dem Drucken, nach dem Härten, das ist Resin, das muss dann UV gehärtet werden, und dem Lackieren, das mache alles ich natürlich, dass es mal sein kann, dass es ein bisschen... ja, eine leichte Wölbung bekommt, dass es hier unten in der Mitte zum Beispiel nicht ganz abschließt. Da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Föhn dabei zu gehen und das einfach mal ein bisschen warm zu machen und dann so ein bisschen vorsichtig zu biegen, aber auch ganz vorsichtig mit der Hand nur so ein bisschen wieder gerade machen, damit man das gerade bekommt. Mit einem warmen Föhn immer schön vorsichtig sein, dass es warm wird und dann ein bisschen biegen. Vielleicht mal über Nacht irgendwo hinlegen und was draufstellen, damit das Gewicht es schön unten hält und am nächsten Tag könnt ihr das wieder aufschrauben, dann ist das auch wieder gerade. Aber das lässt sich leider nicht verhindern, dass dieses Material durch die unterschiedliche Dichte der einzelnen Teile hier drin, dass es sich dann erst etwas ausdehnt. Ich benutze schon sehr gutes Resin, auch sehr stabiles Resin, aber wie gesagt, lässt sich leider nicht verhindern. Ich weiß nicht, warum das nicht besser geht, aber so ist es nun mal halt. Also mich persönlich würde es jetzt nicht stören. Ja, so viel zum Thema Display. Wir sehen uns jetzt gleich nochmal wieder abschließend zu der Display-Geschichte. Jo, wie gesagt, das war jetzt diese Display-Geschichte. Ich hoffe, dass es für alle gut verständlich war. Diese Displays könnt ihr bei mir bestellen. Leider kosten die 15 Euro das Stück, weil ich da auch echt ein bisschen Arbeit mit habe. Ich muss die schleifen, die müssen gedruckt werden, das muss gereinigt werden in Alkohol, dann muss ich es in UV-Licht härten, dann wird es lackiert, dann muss es trocknen, all solche Sachen. Dann verpacke ich das vernünftig und schicke es euch zu. Also ich habe da auch echt ein bisschen Arbeit mit. Deswegen bitte ich um Verständnis, 15 Euro ist da wirklich ein angemessener Preis, denke ich. Das Original-Display kriegt er, glaube ich, für 5 Euro irgendwo bei Ali. Aber wie gesagt, wer halt diesen Exot haben möchte, dass er da eine andere Farbe als Display haben will, der muss dann halt eben ein paar Euro mehr bezahlen. Ich möchte mir die Sachen, die Arbeit wenigstens bezahlen lassen. Also ich versuche das mit den Preisen schon zu kalkulieren, dass ihr da nicht so viel bezahlen müsst, aber... Irgendwann ist dann auch der Punkt gekommen, wo ich drauf zahle und das möchte ich einfach nicht, weil das, auch wenn es ein Hobby ist, ich habe keine Lust, dann noch Geld drauf zu zahlen. Das ist, denke ich, auch für jeden verständlich. Jeder hat also seine Arbeit, die er damit macht und ihr sollt ja auch nicht umsonst eure Arbeit machen. Wollt ihr auch Geld dafür haben, also sieht es bei mir ja nicht anders aus. Okay, das war das Video zum Display. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden und wisst, wie das angebaut und wie es funktioniert. Was ich von euch wissen muss, ist, wenn ihr eins haben wollt, in welcher Farbe möchtet ihr das haben? Das ist eigentlich das Einzige. Beachtet bitte das Festziehen der Schrauben, das ist ganz wichtig. Einmal zu fest, knackt, dann platzt es. Okay? Also wirklich mit viel Gefühl, handwarm anziehen, dass es gerade so fest drauf sitzt, das reicht. Die Gummidichtung da drin schließt dann trotzdem, das ist alles in Ordnung, müsst euch keine Sorgen machen. Ist stabil genug, hält, ist alltagstauglich, alles gut. Okay, gut, das dazu. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.